Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Memento Mori 2. Und ja, wir haben jetzt die Medizin von Schneider geholt, können die jetzt also wieder zurückbringen, verlassen dezent das Kloster. Das hat der Wachmann natürlich diesmal nicht mitbekommen. Lustigerweise. Dann können wir jetzt zurück zum Hotel. Jetzt muss ich mir nur noch eine Geschichte ausdenken, wie ich an die Medizin gekommen bin und sie Schneider geben. Hoffentlich kann ich hier überhaupt irgendwas bezwecken und es war nicht alles umsonst. Ja, immerhin bist du hier, obwohl du eigentlich suspendiert bist und Hausarrest hast und eigentlich bei dir daheim sein müsstest. Ist denen überhaupt schon aufgefallen, dass du weg bist? Das frage ich mich gerade. So. Sie macht's aber auch spannend, ne? Geht ganz langsam hin. Sind das Ihre Tabletten, Professor? Erstaunlich, Madame Leroy. Wo haben Sie sie gefunden? Ich dachte, ich hätte sie im Kloster vergessen. Ich habe sie gefunden. In der Lobby. In der Lobby? Wirklich? Sie lagen unter der Couch. Da sitze ich öfter mal. Aber trotzdem, ich dachte wirklich, ich hätte sie im Kloster vergessen. Aber wenigstens habe ich sie wieder. Vielen Dank. Ich bin Ihnen was schuldig. Ja, ich glaube nicht, dass es was gebracht hätte, wenn, wenn ich gesagt hätte, ja, die waren wirklich im Kloster und ich bin da eingebrochen, um sie ihnen zu bringen und dies und das und jenes. Klar, man hätte sagen können, ja, ich war so besorgt um sie und das war mir einfach ein großes, Dings und so weiter und so fort. Ich wollte unbedingt, dass es ihnen besser geht, aber ich glaube, das hätte bei ihm nicht gezogen. Und vor allem, das hätte sie wahrscheinlich auch gar nicht gesagt. Professor, Sie sagten, dass Sie mir sehr dankbar wären. Darf ich Sie vielleicht um etwas bitten? Natürlich, nur zu. Es geht um ein Zimmer. Ich habe keine Bleibe für die Nacht. Und Ihre Firma hat alle Zimmer gemietet. Könnten Sie mir vorübergehend eins davon zur Verfügung stellen? Oh, leider kann ich das nicht tun. Selbst wenn Harry Ihnen etwas anderes erzählt hat, muss ich mich genau wie er an den Vertrag halten. Ich kann ihn nicht ändern. Die Zimmer sind nur für Argo-Mitarbeiter gedacht. Dagegen kann ich nichts machen. Professor, ich habe da eine Idee. Sie sagten, die Zimmer dürfen nur an Angestellte von Argo vermietet werden, richtig? Genau. Und was wäre, wenn ich eine Weile für Sie arbeite? Sozusagen als Aushilfe? Wissen Sie, Argo ist ein ungewöhnliches Unternehmen. Das Personal wird sorgfältig ausgesucht und ist sehr exklusiv. Wir arbeiten nur mit den besten Profis zusammen. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich kann niemanden in mein Team aufnehmen, der sich nicht auskennt. Das wäre mir viel zu unangenehm. Ja, denn bei dir muss man immer so fünfmal auf dasselbe Thema. Stellen Sie mich auf die Probe. Ich beweise Ihnen, dass ich schlau genug bin, um für Sie zu arbeiten. Na gut. Ich will Sie nicht überfordern, daher machen wir meinen Lieblingstest, den meine Studenten an der Universität ablegen müssen. Wenn Sie sich wirklich für Restaurierungen interessieren, wie Sie angedeutet haben, dürften Sie den Test problemlos bestehen. Wenn Ihnen das gelingt, kann ich Sie beim Vorstand von Argo durchsetzen. So, ein guter Restaurateur muss nicht nur den Arbeitsvorgang an sich kennen, sondern den genauen Herstellungsprozess begreifen. Dann versteht man alles bis ins Detail und kann viele Fehler sofort vermeiden. Madame Leroy, erzählen Sie mir, wie Sie bei der Erstellung eines echten Freskos vorgehen würden, eines sogenannten Buon-Fresco. Welche Schritte würden Sie in welcher Reihenfolge ausführen? Oh nein! Ich habe mir das natürlich nicht so durchgelesen, dass ich es mir auch behalte. Oh verdammt! Ja, einen Tag lang ruhen, glaube ich, eher weniger, weil es hieß ja, ein oder zwei Stunden. Vorlage auf der Wand übertragen, Kaltputz vorbereiten. Ich mache mal den Kalkputz. Die richtige Vorbereitung des Kalkputzes ist sehr wichtig, damit die Fresken auch nach mehreren tausend Jahren noch in gutem Zustand sind. Oh, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten.
Ich würde eine dickere Arikio-Schicht auftragen, um die Haftung zu verbessern. Oh Mann, warum gibt's denn immer noch mehr? Ich übertrage die Vorlage auf die Wand. Dazu nehme ich die perforierte Papiervorlage und verwende dann entweder nach der alten Methode rote Farbpigmente, genannt Sinopia, oder Spulvero, ein Beutel mit Kohlestaub. Großartig, Madame Leroy. Anscheinend kennen Sie auch die weniger bekannten Methoden. Oh Gott. Aber nicht 14 Tage ruhen lassen, wenn dann... Oh Gott, ich weiß es nicht. Dann muss alles einen Tag lang ruhen. Ich würde wenigstens 14 Tage warten, damit die Prozesse innerhalb des Materials weiter fortschreiten können. Und was würden Sie danach tun? Irgendwie kann ich alles machen, ne? Und das muss auf jeden Fall... Ich würde den Untergrund sehr gründlich mit einer Kartätsche glätten. Viele Maler vergessen das. Daher wird ihr Werk dann oft nicht so überwältigend, selbst wenn sie sonst keinen Fehler machen. Okay. Ich trage den Intonaco auf. Es darf davon aber nicht mehr an die Wand, als ich in einer Malsitzung verwenden kann. Ein Fresko benötigt genaue Planung. Damit es dauerhaft Bestand hat und von guter Qualität ist, muss man es zur richtigen Zeit, genannt Momento d'oro, malen. Und wann ist das? Zwischen 1 bis 2 Stunden nach dem vorigen Schritt. Vorher sind die darunterliegenden Schichten noch zu weich und nach 2 Stunden werden sie zu fest und trocken, um noch viel Farbe aufzunehmen. Fresken trocknen nicht auf die übliche Weise. Stattdessen wird die Oberfläche karbonatisiert und aus diesem Grund haben die Fresken auch so lange Bestand. Dann wird es endlich Zeit, das Fresko zu malen. Dafür verwendet man besondere wasserlösliche Farben. Tut mir leid, aber das ist nicht richtig. Aber... Sie haben die richtigen Schritte genannt, jedoch in der falschen Reihenfolge. Okay, bis später. Ich dachte es mir schon. Okay, ich muss das nochmal mir genauer durchlesen und ich schreibe mir das mal einzeln auf. Aber dafür brauche ich einen größeren Zettel, als ich jetzt hier gerade habe und deswegen mache ich einen kleinen Schnitt. So, jetzt versuchen wir unser Glück erneut. Darf ich den Test noch ein... Nun, Frau Leroy. So, wie ein Fresko entsteht. Wir müssen auf jeden Fall den Kalkputz vorbereiten. Die richtige Vorbereitung des Kalkputzes ist sehr wichtig, damit die Fresken auch nach mehreren tausend Jahren noch in gutem Zustand sind. So, warte mal, Kalkputz. 2 Wochen lang müssen die sich... Ich würde wenigstens 14 Tage warten, damit die Prozesse innerhalb des Materials weiter fortschreiten können. So, dann muss die Schicht aufgetragen werden. Ich würde eine dickere Arikio-Schicht auftragen, um die Haftung zu verbessern. Dann muss ein Tag ruhen. Dann muss alles einen Tag lang ruhen. Ich übertrage die Vorlage auf die Wand. Dazu nehme ich die perforierte Papiervorlage und verwende dann entweder nach der alten Methode rote Farbpigmente, genannt Sinopia, oder Spulvero, ein Beutel mit Kohlestaub. Großartig, Madame Leroy. Anscheinend kennen Sie auch die weniger bekannten Methoden. Und was würden Sie danach tun? So, okay, danach muss die Intaccio-Schicht aufgetragen werden, weil die wird mit einer Kartätsche geklettet. Nee, warte mal. Oberfläche mit Kartätsche, eigentliches Fresko malen. Das ist jetzt die Frage, ob ich das eigentliche Fresko malen soll. Weil da steht Buon-Fresco, also dieses erste Fresco, dann Fresco Secco. Da kann ja sein, dass das damit gemeint ist, oder? Aber da muss auf jeden Fall die Intacco-Schicht aufgetragen werden. Obwohl, nee, das Buon-Fresco wird auf eine feuchte Intacco-Schicht drauf gemacht, glaube ich. Nee, da mache ich erstmal die Intacco-Schicht. Ich trage den Intonaco auf. Es darf davon aber nicht mehr an die Wand, als ich in einer Malsitzung verwenden kann. Wie habe ich es immer genannt? Ich weiß es nicht. dann die Oberfläche mit Kartätsche glätten. Ich würde den Untergrund sehr gründlich mit einer Kartätsche glätten.
Viele Maler vergessen das. Daher wird ihr Werk dann oft nicht so überwältigend, selbst wenn sie sonst keinen Fehler machen. Ein Fresko benötigt genaue Planung. Damit es dauerhaft Bestand hat und von guter Qualität ist, muss man es zur richtigen Zeit, genannt Momento d'oro, malen. Und wann ist das? Zwischen 1 bis 2 Stunden nach dem vorigen Schritt. Vorher sind die darunterliegenden Schichten noch zu weich und nach 2 Stunden werden sie zu fest und trocken, um noch viel Farbe aufzunehmen. Okay, dann das eigentliche Fresko malen und dann aushärten lassen, oder? Dann wird es endlich Zeit, das Fresko zu malen. Dafür verwendet man besondere wasserlösliche Farben. Fresken trocknen nicht auf die übliche Weise. Stattdessen wird die Oberfläche karbonatisiert und aus diesem Grund haben die Fresken auch so lange Bestand. Sehr gut. Zu guter Letzt richtig geantwortet. Gut gemacht. Ja, gut. Wenn man sich auch einfach mal die Sachen auch merkt oder notiert, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber erst dachte ich so, irgendwie, entweder gibt es noch ein Rätsel, wo ich das brauche, oder ja, als das dann ging, ja, wissenstestmäßig, ich könnte ja für Sie arbeiten, dachte ich, oh nein, wir brauchen diese Information. Kann ich das Zimmer jetzt haben, wo ich Ihre erfahrene Aushilfe bin? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben. Seien Sie mir wegen des Tests nicht böse. Manchmal muss man eben tun, was von einem verlangt wird. Wenn Sie den Vertrag brechen, müssen Sie dann Strafe zahlen? Zum Teufel mit der Strafe. Aber die würden mich vielleicht entlassen. Und dann hätte ich nicht mehr die Chance, derart interessante Orte zu sehen. Herr Koponen wird Jaseks Zimmer für Sie herrichten. Als unsere externe Beraterin haben Sie ein Recht darauf. Gern. Allerdings muss ich es erst noch aufräumen. Theo hat einige Dinge dagelassen. Selbstverständlich. Ich warte so lange. Falls dabei Unterlagen über unsere Forschung auftauchen, dürfen sie nicht angerührt werden. Das sind interne Dokumente. Fertig. Ich habe alles, was er dagelassen hat, im Schrank eingeschlossen. Ich hoffe, den brauchen Sie nicht. Keine Sorge, ich habe nur wenig Gepäck. Ich lege den Zimmerschlüssel hier auf den Tresen. Es ist das erste Zimmer. Das mittlere gehört Bateman. Und das letzte unserem allseits geliebten Herrn Schneider. Vielen Dank. Ach ja, da wäre noch was. Im Zimmer riecht es noch nach Bier. Vielleicht hat Jacek irgendwo eins versteckt. Ich habe ein Duftpotpourri meiner Frau aufgestellt. Kein Problem. Das ist immer noch besser, als im Freien zu schlafen. Ich muss mir auf jeden Fall Jaseks Habseligkeiten ansehen, die im Schrank eingeschlossen sind. Okay. Wie sind Sie hierher gekommen? Und was will Argo hier? Es ist schön hier. Saubere Luft, wunderbare Natur. Ach, kommen Sie. Sie glauben doch nicht wirklich, ich würde Firmengeheimnisse preisgeben. Das ist doch lächerlich. Vielleicht hat Argo wirklich mehr mit dem Ganzen zu tun, als wir denken. Da sind 2 Schlüssel auf einmal. Endlich. Zimmer Nummer 3. Hoffentlich sind Sie zufrieden. Kommen Sie einfach vorbei, falls noch etwas sein sollte. Was ist das? Moment mal. Dieser Schlüssel gehört zum Schrank in Ihrem Zimmer, das stimmt. Aber darin befinden sich Jaseks Sachen. Sie können ihn nicht haben. Oh, tut mir leid. Das war mein Fehler. Solange Harry hier ist, komme ich nicht an den Schlüssel ran. Ja, dann muss er irgendwie weg, fragt sich nur wie. Okay, dann gehen wir erstmal so in unser Zimmer und gucken uns da mal ein bisschen um. Vielleicht ergibt sich später eine Möglichkeit. So. Madame benutzt ja die Schlüssel nicht selber, sonst sagt sie ja nur, oh, die Tür ist verschlossen. Ich habe zwar einen Schlüssel in der Tasche, aber ist ja egal. Hoffentlich finde ich hier einige Hinweise auf Jacek. Gut, dass von draußen etwas Licht hereinscheint. Der Schalter muss doch hier irgendwo sein. Ja, da an der Seite. Ist doch immer neben der Tür. Hier sieht es recht ordentlich aus. Harry hat wirklich nichts zurückgelassen und alles im Schrank eingeschlossen. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns um, ne? Auf dem Tisch ist gar nichts. Nicht einmal ein Fleck oder Fingerabdrücke. Absolut nichts. Nur einige stumpfe Bleistifte, ein Radiergummi und eine Bibel auf Polnisch. Nichts Nützliches. Moment mal, da hinten liegt ja ein Feuerzeug. Das nehme ich mit. Ja,
Es wird immer was übrig gelassen, was man gebrauchen kann. Das Fenster führt auf das verschneite Dach. Ich kann unten den Parkplatz sehen. Ich könnte wahrscheinlich rausklettern und versuchen, so in den nächsten Raum zu kommen. Aber das Dach ist zu steil und mit vereistem Schnee bedeckt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da noch nicht wirklich was. Ich kann das Benzin runterschütten und anzünden. Leider sind im Nachttisch nur leere Blätter und einige Stifte. Harry hat offenbar sehr gründlich aufgeräumt. Gut zu wissen, dass die Lampe funktioniert. Hin und wieder macht die Kamera immer so ganz komische, so Stück für Stück nach links gehend irgendwie. Das Bett sieht bequem und sehr verlockend aus. Aber ich kann jetzt noch nicht schlafen gehen. Noch nicht. Ich bin zwar hundemüde, muss aber noch einiges erledigen. Und da ist der Schrank. Da kommen wir mit dem Schlüssel ran, aber wir müssen Harry irgendwie weglocken. Dummerweise hat Harry im Schrank ist. Dieses Schloss zu knacken wäre ein Kinderspiel. Dafür müsste man nicht einmal ein erfahrener Dieb sein. Ein gewöhnlicher. Ja, wir haben ja nichts, was wir dafür verwenden könnten. So, wir haben zwar die Lampe. Können wir mit der Lampe irgendwas machen? Das ergibt. Damit erreiche ich. Wie soll ich die. Ja, irgendwas. Wie soll ich die beiden. Damit erreiche ich nichts. Kann ich das nicht da draußen? Wie soll ich die. Nein, nein, okay. Es bringt nichts, Benzin über das Feuerzeug zu gießen, außer, dass es danach noch übler riecht. Ja, irgendwas müssen wir auch mit der Kaffeemühle machen und alles. Ich bin gerade noch ein bisschen, Das ergibt. Aber sonst ist ja hier auch nichts, ne? Was ist jetzt die Frage? Kann ich das da einfach rüberkippen? Das bringt doch nicht. Nein, auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Wozu brauche ich auch den Hammer? Den Hammer habe ich seit Anfang mit und habe ihn noch nicht benutzen können. Ich glaube nicht. Das muss ich mir genauer. Es wäre kein Problem. Das bringt. Damit erreicht. Nee, einfacher ist es, glaube ich, den Schlüssel zu holen, oder? Seltsam. Hier ist alles in gutem Zustand. Nur nicht diese lose Bodendiele. Okay. Das Dielenbrett ist lose, aber ich kann es nicht mit den Fingern fassen. Die Fuge ist einfach zu klein. Ich hab doch hier, das damit da. Erreicht. Ja, klar, damit erreiche ich nichts. Genau. Nein. Genau, damit erreicht man ja auch nichts. Ich schiebe das Bett etwas beiseite, damit ich mehr. Damit ich mehr sehen kann. Ach, jetzt auf einmal geht's. Ach, klar. Sieh mal einer an. Was hat Jacek denn hier versteckt? Definitiv Bier. Oh, na super. Unter dem Boden wimmelt es von Kakerlaken. Einige sind sogar schon unter meinem Bett. Ich lege das Brett wieder zurück. Es muss ja nicht gleich jede Kakerlake, die unter dem Boden haust, in mein Zimmer krabbeln. Da sind ja Dutzende. Was ist das nur für ein Hotel? Ich habe schon in Slums in Asien geschlafen, aber ich sehe keinen Grund, mein Zimmer hier mit Kakerlaken zu teilen. Ich werde Harry fragen, ob er etwas hat, womit ich sie loswerden kann. Okay. Aber mit so einer knarrenden Bohlendiele beziehungsweise so einer lockeren habe ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Das Blöde ist jetzt nur, ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Dadurch, dass ich nicht darauf geachtet habe, zu gucken, wie lange ich für das Niederschreiben der Informationen gebraucht habe. Ne, ich mach noch ein bisschen. Was kann ich für Sie tun, Madame Leroy? Die Folgen sind eh meistens ein bisschen länger und ja, wenn dann eine Folge wieder mal ein bisschen länger ist, dann ist das nicht so dramatisch. Mr. Coponen, in Ihrem Zimmer sind Kakerlaken. Eklige, schleimige, widerliche Kakerlaken. Wie bitte? Was für Kakerlaken? Was reden Sie denn da? Haben Sie etwas, um sie loszuwerden? Natürlich, aber ich kann es kaum glauben. Kakerlaken in meinem Hotel. Das muss ich mir ansehen. Nur zu. Sehen Sie einfach unter mein Bett. Es ist ja nicht so, dass ich Ihnen nicht traue, aber ich muss das überprüfen.
Bin gleich wieder da. Okay, ich werde hier warten. Hoffentlich sieht er nur unters Bett und überprüft nicht den Boden. Sonst findet er noch die Sachen, die darunter versteckt sind. Hoffentlich hat mich Schneider nicht gesehen, aber ich muss an Jaseks Sachen kommen. Sie hatten recht, da sind welche unterm Bett. Ich habe hier etwas für Sie, womit Sie sie töten können. Ich lasse es hier auf dem Tresen stehen. Danke. Ich kümmere mich darum. Und entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich werde morgen jeden Raum nochmal auf Ungeziefer prüfen. Okay, super. Wir haben den Schlüssel, wir haben das. Danke. Insektenspray. Es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich... Bla 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 bla. Brauchen wir nicht. Ist nur das Übliche. Oh, es tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben trotzdem eine angenehme Nacht. Ja, ich bin etwas ungeduldig. Nein, ich möchte die halt noch gerne loswerden und den Schrank ausschließen. Koponen meinte, er hätte unter dem Bett nachgesehen. Die Sachen unter der Bodendiele sollten also immer noch da sein. So, dann kann ich ja erstmal hier unter dem Bett... Wie soll ich die beiden... Oh ja, klar, wie soll ich denn die beiden Dinge... Von dass ihm nicht auffällt... Das Dielen... Dass ihm nicht auffällt, dass da irgendwie was knarrt, oder? Oh, sie sind immer noch da, die ekligen, widerlichen Kakerlaken. Ist doch kein Problem. Eine ordentliche Dosis von diesem Zeug. Aber ein Rest muss noch für die unter dem Bett übrig bleiben. Und das Problem ist gelöst. Kann ich noch? Wie soll ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich sehe mir mal an, wie sich Jacek abends so unterhalten hat. Und ein Brief. Sehr geehrter Mr. Jacek, unser Klient hat über Ihr Angebot nachgedacht und da er das Manuskript nur aus Ihrer Beschreibung kennt, hält er die geforderte Summe für deutlich übertrieben. Aber wenn Sie bereit sind, sich mit der Hälfte zufrieden zu geben, dann haben wir einen Deal. Schicken Sie das Buch in diesem Fall bitte an die Adresse, die ich Ihnen bereits genannt habe. Wenn das Paket dort eingetroffen ist, wird die vereinbarte Summe sofort auf Ihr Konto überwiesen. Das Buch muss in gewöhnlichem Backpapier verpackt und als normales Paket verschickt werden. Wir werden dafür sorgen, dass es seinen Zielort sicher erreicht. Sollten Sie mein Angebot annehmen, würde ich es sehr begrüßen, wenn Sie das Manuskript sofort versenden. Ich verstehe, dass Sie Ihrem Partner versprochen haben, er hätte genug Zeit, um es selbst zu untersuchen. Aber je mehr Personen den Inhalt kennen, desto weniger Wert hat es für uns. Sie müssen entschlossen handeln und falls notwendig ihm das Manuskript entwenden, um es uns zu schicken. Andernfalls kann ich Ihnen den gesamten Preis nicht garantieren. Ich hoffe, Sie... ziehen unser Angebot in Betracht. Mit freundlichen Grüßen, Holtis. Wer ist Holtis? Anscheinend wollte Jacek das Manuskript verkaufen, das sie im Kloster gefunden haben. Schneider weiß bestimmt nichts davon. Und Bateman wollte es vermutlich lieber untersuchen, anstatt es zu verkaufen. Ja, glaube ich auch. Ja, dann denke ich mal, haben wir jetzt hier alles? Ich dachte, du machst das wieder zu, von alleine. Aber nein, scheinbar nicht. Warum auch? Warum auch? Naja, okay. Ich werde jetzt aber hier an der Stelle einen Schnitt machen. Dann machen wir in der nächsten Folge den Schrank auf und gucken mal, was da so für Sachen zu finden sind. Und ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.